Die neue GTA Online Event Vorschau ist da. Wir haben die ersten Infos bekommen, was am Donnerstag, den 29. August erscheinen wird. Und ich persönlich finde, das ist die erste richtig gute Eventwoche nach dem GTA Online Update, also nach dem Sommer Update. Und wir beginnen mit dem Casino Podium Fahrzeug. Da sitze ich schon drin, ein Geländefahrzeug. Und zwar ist das hier der D-Class Draugur. Und guck mal oben links. Da grüßt euch der Selim, da grüßt euch der Anonyme, Mutschak und Co., weil wir sind gerade live, Leute. Das ist ein Aufschnitt aus dem Livestream, extra als Service für euch. Ein Tag vor der richtigen Eventwoche, mal oberflächlich besprochen, was es gibt. Und dann, wenn die Eventwoche da ist, im Detail gezeigt, was es gibt. Also, wie ihr hier sehen könnt, Leute, haben wir hier den wunderschönen Draugur. 1,8 Millionen Dollar Fahrzeug, Geländefahrzeug, sehr gut auf dem Gelände. Ich habe schon einige Geländetests schon sehr oft gemacht mit dem Draugur. Der ist auch sehr schnell und sieht optisch gewöhnungsbedürftig aus. Sah am Anfang erstmal so aus wie so ein Cybertruck für Arme, aber ist ein ganz anderes Auto. Lässt sich gut fahren, ist kein Elektro, keine Sorge. Und mit dem macht man schon mal absolut rein gar nichts falsch. Und jetzt gibt es eine Sache, die es bei mir sehr selten gibt, und zwar Fahrzeuge, die ich nicht habe. Denn es wird dieses Motorrad, was jetzt reinfliegt, bam, da ist es. Das hier ist der Elektro. Meine Damen und Herren, du musst rauchen. Kennt ihr das? Nein, jetzt im Ernst. Das hier ist Elektro. Ein Motorrad mit KERS, also sowas wie ein Boost-System. Wenn du auf Hupe drückst, kriegst du Boost. Das Ding wird es auch geben im Los Santos Carmeet. Wir werden dann nachschauen in der richtigen Eventwoche, was man dafür machen muss und tun muss. Und der Elektro kostet normalerweise 977.000 Dollar. Ihr müsst euch den gratis, oder ihr könnt euch den gratis abholen. Beim Los Santos Carmeet, da schauen wir nach, was alles kommen wird. Ich habe ja gesagt, die beste Eventwoche nach dem Update. Stimmt das? Ja, es stimmt. Es gibt Shirts von Rockstar Games geschenkt, natürlich deswegen. Nein, natürlich nicht deswegen. Es gibt natürlich, wie immer, von Rockstar Games hier und da ein paar Sachen, die dafür sorgen, dass wir zum Beispiel T-Shirts bekommen. Das schauen wir uns auch an. Wir beginnen mit dem Schlechtesten. Erstmal. Ich weiß gar nicht, wo dieser Spielmodus ist, um ehrlich zu sein. Mal gucken, ob ich den sofort finden werde. Normalerweise mache ich ja Cut und so weiter. Es müsste der Gegnermodus Deadline sein und hier ist er auch. Deadline bringt zweifach Geld. Das ist ein Modus, den haben viele von euch wahrscheinlich früher gespielt, heutzutage nicht mehr. Bei zweifach Geld kann man das machen. Im Hintergedanken habe ich den Gedanken, dass das gut war, wenn es zweifach Geld gibt. Mit einfach Geld braucht ihr da nicht reinzugehen. Bei zweifach Geld könnt ihr es euch das geben. Wie gesagt, wir fangen von unten nach oben an. Jetzt geht es nämlich weiter, meine Damen und Herren. Als nächstes gibt es diese Mission von Dex. Die sogenannten Fooligan Jobs. Wir machen jetzt keine, weil wir noch das andere uns anschauen werden. Also kannst bei Dex Job anfordern und die Mission abspielen. Die bringen 100.000 Dollar. Das lohnt sich, vertraut mir. Das lohnt sich, die 100.000 Dollar. Weil das sind einfache Missionen. Und wenn du Dex nicht als Kontakt hast, dann ganz einfach, du musst genau hier hingehen. Hier ist ein goldenes R, wenn du Dex noch nicht hast. Spiel die erste Mission und dann hast du Dex als Kontakt und kannst diese Fooligans Jobs annehmen. Sehr gut, sehr stark. Wie gesagt, die sind wirklich einfach, extrem einfach. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum Highlight. Denn Rockstar Games hat das erste Mal wieder ein Unternehmen fürs Warenverkaufen am Start, wo es für das Unternehmen selber Geld gibt. Und zwar Bunkerverkäufe. Wir gehen mal gemeinsam rein und schauen mal gemeinsam nach, wie viel Geld ich selber hier drin habe. Ich kann euch schon mal sagen, dass es auch einen Geldbonus gibt von 100.000 Dollar. Dafür musst du... Warte, ich guck mal. Ah. Bunker Research Missionen abschließen. Okay. Also Forschungsmission. Oh, guck mal, mein Bunker ist nicht voll. Ah, ich sag euch immer wieder, macht eure Unternehmen voll, aber selber ist mein Unternehmen nicht voll. Egal. Passiert. Trotzdem ist das gut. Morgen wird es hier nämlich dann sein, dass ich hier aufgerundet 600.000 Dollar habe, statt aufgerundet 300.000 Dollar. Die Research-Mission, die zeige ich euch auch mal ganz kurz, ganz schnell. Hätte mir auch gefallen, wenn es für die Ammunition-Liefermission zweifach Geld gegeben hätte, statt diese Hooligans-Job von Dex. Aber dann ist das so. Ich zeige euch auch mal, was für ein T-Shirt es gibt mit den neben den 100.000 Dollar. Das Bild ist geliehen von gtaserious.com. Rockstar Games schickten denen nämlich Informationen. Zack, da ist es.
Also hier dieses Shirt bekommst du und, wie ich gesagt habe, 100.000 Dollar, wenn du drei Forschungsmissionen abschließt. Es ist wirklich schön, dass es endlich wieder Unternehmen gibt. Was ich euch empfehlen kann, Leute, ist, wenn ihr versorgt, entweder Vorräte kaufen oder diese ganzen Verstecke, die du einmal pro Tag machen kannst, die euch gönnen. Aber niemals selber aktiv Waren besorgen, weil das dauert deutlich länger. Und in der Zwischenzeit kannst du ja Missionen machen, womit du Geld verdienst. Das auch nicht vergessen. Mit einem Munker wird es wahrscheinlich dann auch Rabatt geben. Das schauen wir uns dann auch alles im Detail an. Es wird natürlich tonnenweise, haufenweise Fahrzeuge bei Onkel Simi wieder geben, die man sich nicht mehr gönnen kann. Ich wollte euch noch die Forschungsmission zeigen. Die sind auch eigentlich ganz einfach. Nimmt einen Hubschrauber mit, Leute. Macht die fertig. Ganz ehrlich. So einfach ist das. Ich bin gespannt. Ich habe noch ein, zwei kleine Tipps hier. Und zwar solltet ihr die Bunkerwaren eventuell nicht in der offenen Lobby verkaufen, wenn es zweifach Geld gibt. Wenn die Gier aber richtig da ist, dann bekommst du 50% obendrauf nochmals auf das zweifache Geld. Das Geld, was da steht, ist schon das zweifache Geld. Es gibt ein paar Leute, die sagen, boah, Yankee, da stand 2 Millionen, aber ich habe keine 4 Millionen bekommen. Ich habe nur 2 Millionen bekommen. Das war schon das zweifache Geld. So. Für diese Forschungsmission müsst ihr Agent 14 anrufen. Agent 14, gehen Sie bitte ran, ich bin live. Und dann Bunkerforschung anfordern. Und dann sind das auch recht einfache Missionen. Ich glaube, bei der Mission selber gibt es nochmals ein bisschen Geld. Und dann könnt ihr das Ganze abliefern, die Waren, und bekommt dort auch nochmals euer Geld. Wie gesagt, die Missionen sind ganz einfach. Nehmt ihr mal einen Hubschrauber oder einen Jet mit, was auch immer. Sehr oft müsst ihr so Juggernaut. Wie hieß der nochmals? Wie ist der Typ von der Untergrundbasis? Auf jeden Fall müsst ihr Juggernaut-Roboter zerstören, sagen wir so. Clifford, genau. Juggernaut-Cliffords müsst ihr zerstören und die Waren dann mitnehmen. Das sind so Überreste aus der Untergrundbasis. Und dann könnt ihr hier mit der Eventwoche wirklich richtig gutes Geld verdienen. Wenn ihr einen Bunker habt, wenn nicht, wie gesagt, für Bunker wird es Rabatt geben. Und das lohnt sich dann alle Male, glaube ich. Und ansonsten, wie gesagt, alles andere, Thema Fahrzeuge, Thema Leistung und Co., Herausforderungen, was man machen muss, was man machen kann, das Ganze dann im Detail. Es ist so, Leute, dass das auf meinem Zweitkanal kommt, aber auch auf meinem Main-Kanal als Vorschau. Das ist wirklich nur eine Vorschau und es ist aus dem Livestream, weil einige Leute sagen dann, hey, warum machst du hier nicht einen Cut, warum machst du hier nicht einen Schnitt? Ja, Bruder, schneid meinen Livestream. Schneid meinen Livestream. Das will ich sehen. Zeigt mir, wie es geht, und ich mache es auf jeden Fall nach. So. Und wenn ihr das auch mal live sehen wollt, ich bin live auf Twitch. Da könnt ihr es dann direkt live miterleben und sofort dann wegklicken. Und dann sage ich nochmals Dankeschön fürs Reinschauen. Und wie gesagt, die richtige Mittwoche, sie kommt noch. In diesem Sinne, Draugur, gut. Das ist für mich persönlich, ne, meine Einschätzung. Die Eventwoche wird die beste sein, die wir seit dem Update bekommen haben. Und die nächste Woche wird nicht so gut sein, deswegen macht in dieser Woche Geld. Warum? Ganz einfach, weil Rockstar Games leider, leider, leider GTA Plus nächste Eventwoche mitbringen wird. Und normalerweise ist das so, wenn GTA Plus erscheint, ist die aktuelle Eventwoche nicht gut. Ich hoffe, ich irre mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.